Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal zu einem weiteren Technikfilm. Heute möchte ich einmal sprechen über eines der wichtigsten Messinstrumente in der Elektrotechnik, und zwar über das Multimeter. Ein solches Multimeter, das kann man vielfältig einsetzen, zum Beispiel wenn man etwas an seinem Funkgerät verbastelt oder an seinem Kopter neue Dinge einlötet. Was man damit genau alles messen kann, das zeige ich euch jetzt, aber ich werde auch eingehen darauf, worauf man beim Kauf achten muss und wo so die Unterschiede liegen zwischen einem solchen Billiggerät wie diesem und einem etwas professionelleren Gerät wie diesem hier. Im Internet gibt es wirklich tonnenweise Filme über Multimeter. Und in 99% davon wird auf jeden Fall gezeigt, was man damit alles machen kann. Deswegen möchte ich an dieser Stelle nur ganz kurz darauf eingehen und mich beschränken darauf, euch zu sagen, welche Funktionen wirklich sein müssen, welche nützlich sind und auf welche man zur Not auch verzichten kann. Die erste und sicherlich auch wichtigste Fähigkeit ist die Möglichkeit, Gleichspannung oder Wechselspannung zu messen. Ich habe hier mal einen einfachen Stromkreis aufgebaut. Und wenn wir jetzt hier an der Stromquelle einmal messen, dann können wir hier die Spannung in Volt ablesen. Das ist ein absolutes Muss-Feature, das muss also jedes Multimeter können. Die zweite Funktion, die jedes Multimeter haben muss, das ist eine Messung des Stromflusses in Ampere. Das muss auf jeden Fall auch sein. Hier habe ich jetzt mal umgestellt auf Milliampere. Und wenn ich jetzt hier meine Kontakte des Multimeters einmal in den Stromkreis einschleife, dann seht ihr, dass jetzt hier der Strom fließt. Die Lampe in der Schaltung geht an und ich kann hier jetzt den Strom messen. Wir haben hier einen Strom von 250 Milliampere, der hier fließt. Das dritte, was ein Multimeter auf jeden Fall können muss, das ist das Messen des Widerstandes, also des dritten Wertes im Ohmschen Gesetz, neben Spannung und Strom. Das habe ich hier schon mal eingestellt, jetzt auf Ohm. Und wenn wir dann das zum Beispiel mal hier an einen Widerstand halten, die Messkontakte, dann können wir hier den Widerstand nachmessen. Das ist ein 100 Ohm Widerstand und unser Multimeter zeigt uns das auch an. Neben dem reinen Messen des Widerstandes sind meistens zwei weitere Funktionen damit verbunden. Und zwar eine ebenfalls sehr wichtige Funktion, die ein Multimeter auf jeden Fall auch haben muss. Das ist der sogenannte Durchgangsprüfer. Das schalte ich mal gerade um. Hier bekommen wir ein akustisches Feedback, wenn eine Leitung stromdurchlässig ist. Das ist besonders dann wichtig, wenn man zum Beispiel irgendwo etwas eingelötet hat oder mehrere Sachen gelötet hat und nun nachprüfen möchte, ob der Strom denn auch hier fließen kann oder ob man vielleicht irgendwo eine kalte Lötstelle hat. Sobald man das Multimeter an die Endkontakte jeweils hält, dann ertönt, wenn der Strom fließen kann, ein Piepton. Ich mache das mal gerade. Ihr seht, das funktioniert also, und meistens ist dabei auch dann noch eine dritte Funktion, und zwar ein sogenannter Diodentester. Auch das schalten wir gerade an. Und damit können wir Dioden in unserer Schaltung prüfen. Hier ist jetzt die Durchflussrichtung der Diode eingezeichnet, sodass wir das also hier direkt nachvollziehen können. Wir sehen also, wenn ich jetzt hier unser Multimeter dran halte, dann zeigt mir das an, dass hier auch ein Strom fließt. Ihr seht das auch am Leuchten der Diode. Wenn ich jetzt die Kontakte andersrum dran halte, dann sperrt die Diode und wir sehen hier, dass auch im Multimeter nichts angezeigt wird. Wir können also so sehr leicht prüfen und nachvollziehen, ob eine Diode richtig rum eingebaut ist oder wie sie richtig rum eingebaut werden muss in eine Schaltung. Eine weitere Messfunktion, die in den Bereich Nice to Have fällt, das ist das Messen einer Kapazität. Zum Beispiel hier bei einem solchen Kondensator. Ich halte einfach mal die Messkontakte hier dran und dann misst unser Multimeter, wie groß die Kapazität ist. Das dauert einen Moment. So, jetzt zeigt es an. Das hier sind also 113 Mikrofarad, die der Kondensator an Kapazität hat.
Weitere Funktionen braucht ein Multimeter normalerweise nicht. Es gibt zwar Multimeter, die haben, wie zum Beispiel hier auch dieses, noch die Möglichkeit, die Temperatur zu messen oder aber hier eine Frequenz zu messen. Aber das sind Sachen, die können Multimeter nicht wirklich gut und daher verzichtet man besser darauf. Wenn man die Frequenz zum Beispiel messen möchte, dann nimmt man eher ein Oszilloskop und kein Multimeter. Andere Messsachen wie zum Beispiel Helligkeit oder Feuchtigkeit, das sind Sachen, da wird es dann schon unseriös. Das ist also etwas, was man auf keinen Fall mit einem Multimeter misst. Und das solltet ihr auch dann beim Kauf darauf achten, dass ihr nicht Multimeter kauft, die zu viele Spielereien dran haben, sondern lieber eins kauft, das sich auf die wesentlichen Funktionen konzentriert und diese gut beherrscht. Nachdem ihr nun wisst, was man mit einem solchen Multimeter alles messen kann, möchte ich euch jetzt einmal zwei verschiedene hier zeigen und im direkten Vergleich auch erläutern, auf was man beim Kauf achten muss. Zunächst einmal wollte ich dabei eingehen auf die Bedienung eines solchen Multimeters. Und hier ist eigentlich das zentrale Element dieser Drehschalter, der in der Mitte ist, denn damit wählt man die Funktion des Multimeters aus. Wenn man die beiden hier vergleicht, das etwas teurere Gerät und das günstige Gerät, dann wird man feststellen, Moment mal, hier dieses günstige, das hat ja insgesamt 20 verschiedene Auswahlmöglichkeiten und das teure nur 9. Da muss das doch deutlich besser sein, denn hier gibt es ja viel mehr Möglichkeiten, etwas einzustellen, als das hier der Fall ist. Tatsächlich darf man sich davon aber nicht verleiten lassen, denn das genaue Gegenteil ist der Fall. Hier bei diesem Multimeter muss man den Messbereich vorher selber auswählen. Wenn ich das mal einschalte in die Spannungsmessung, dann seht ihr hier, haben wir hier zunächst eine dreistellige Zahl. Und wenn ich jetzt hier mal weiterschalte, dann erscheint eine Nachkommastelle, zwei Nachkommastellen und dann geht es in den Millivolt-Bereich rein. Hier muss man also selber vorher einstellen, in welchem Bereich das Multimeter messen soll. Insgesamt sind hier diese 5 Einstellmöglichkeiten alle nur für Gleichstrom-Spannungsmessung. Und deswegen ist das hier recht umständlich im Vergleich zum Beispiel zu diesem hier. Das hat eine sogenannte Auto-Range-Funktion. Hier muss ich also nur das Multimeter in den entsprechenden Modus schalten. Also hier Gleichspannungsmessung. Und dann ist das hier automatisch so eingestellt, dass es selber prüft, was kommt denn da überhaupt, was für eine Spannung haben wir da und automatisch die Nachkommastellen bestmöglich einstellt. Das ist nicht nur bei der Spannungsprüfung so, sondern auch bei allen anderen Funktionen hier. Und das ist besonders dann hilfreich, wenn man irgendwo arbeitet, wo die Größe nicht von vornherein bekannt ist. Also wenn man zum Beispiel einen Widerstand in einer Schaltung hat und jetzt nicht genau weiß, was die Ringe bedeuten und man einfach mal nachmessen möchte, dann muss man sich hier erst langsam rantasten, langsam durchtasten vom höchsten Wert runterschalten auf den entsprechend passenden Wert, wohingegen man hier nur die Funktion auswählt und der Rest geschieht dann automatisch. Wenn ein solches Multimeter eine solche Auto-Range-Funktion hat, dann ist es ganz wichtig, dass man die natürlich auch abschalten kann, dass man hier auch manuell entsprechend einstellen kann. Dafür gibt es hier diesen Range-Schalter, sodass ich hier, wenn ich da drauf drücke, ihr seht das, dann wandert hier die Nachkommastelle durch und ich kann dann hier manuell einstellen, in welchem Bereich das messen soll, falls das einmal nötig sein sollte. Darüber hinaus, das seht ihr auch, wenn wir hier mal auf die Einstellungen gehen, haben wir hier deutlich weniger Stellen. Hier sind nur 4 Anzeigen überhaupt möglich, 4 Zahlen möglich, wohingegen hier 5 möglich sind. Da habe ich also hier schon mal eine höhere Auflösung allein schon im Display. Wichtig ist aber eher die Auflösung, mit der intern gemessen wird. Die bezeichnet man bei einem solchen Multimeter als Counts. Und hier gibt es also deutliche Unterschiede. Einfache Multimeter, die haben zum Beispiel nur 2000 Counts und bessere Multimeter haben 20.000 oder wie hier dieses sogar 40.000 Counts. Das bedeutet, der Bereich, in dem das Multimeter messen kann, der wird in 40.000 Messschritte unterteilt. Man kann also hier sehr viel genauer mitmessen als mit einem solchen einfachen Multimeter.
nicht unbedingt zwingend notwendig, aber sehr hilfreich sind einige weitere Funktionen, wie zum Beispiel hier hinten ein solcher Aufsteller, mit dem man das Multimeter locker irgendwo hinstellen kann. Dann hat man hier bessere Möglichkeiten, das Display abzulesen. Darüber hinaus bietet ein solch hochwertiges Multimeter meist auch einige zusätzliche Komfortfunktionen, wie zum Beispiel hier die Möglichkeit, eine Beleuchtung einzuschalten. Das ist besonders hilfreich, wenn man irgendwo misst, wo nicht allzu viel Licht ist. Das erhöht die Ablesbarkeit hier doch deutlich. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeiten, zum Beispiel beim Messen bestimmte Werte abzuspeichern auf Knopfdruck, ein Maximum oder ein Minimum zu speichern oder auch automatisch entsprechend einen Wert zu messen. Wenn man die Kontakte irgendwo dran hält, das dann automatisch gemessen und der Wert auch gespeichert wird. Das ist besonders dann nützlich, wenn man irgendwo nur sehr schlecht drankommt und man dann während des Messens nicht das Display ablesen kann. Dann kann man schnell einmal die Kontakte der Messstifte dranhalten und dann im Nachhinein in Ruhe ablesen. Wer die Messergebnisse seines Multimeters mit dem PC auswerten möchte, der wird es zu schätzen wissen, wenn sich sein Multimeter per USB-Kabel irgendwie mit dem PC verbinden lässt. Dabei ist ganz wichtig darauf zu achten, dass hier keinesfalls irgendwo ein USB-Anschluss ist, sondern dass hier sauber galvanisch getrennt wird mit einem sogenannten Optokoppler. Dieser Optokoppler, das ist so eine optische Kopplung mit Sensoren. Hier sind kleine LEDs angebracht und hier auch. Und man kommuniziert rein mit Licht mit dem PC, sodass also hier niemals ein Strom fließen kann, egal was hier im Multimeter passiert, dass der PC also niemals beschädigt werden kann. Neben der Bedienbarkeit und den Funktionen ist eigentlich so das dritte wichtige Entscheidungskriterium beim Multimeter der Punkt Sicherheit. Den sollte man auf keinen Fall vernachlässigen, wenn man sich einen Multimeter kauft. Und hier möchte ich ganz kurz auch noch auf ein paar entscheidende Punkte eingehen. Zunächst einmal, wenn wir uns hier das Multimeter ansehen, dann haben wir hier insgesamt drei verschiedene Anschlüsse bei diesem günstigen Multimeter. Und wenn wir hier genau schauen, dann werden wir feststellen, dass es hier dieser rote Anschluss, das ist ein Anschluss, wo sowohl die Spannung in Volt als auch der Strom in Ampere gemessen werden kann. Und das ist etwas, was relativ gefährlich ist, denn wenn man sich hier einmal vertut und zum Beispiel auf Ampere schaltet anstatt auf Volt, und dann eigentlich nur damit eine Spannung messen möchte, zum Beispiel an einer Batterie, und dann die Messkontakte an die Batterie hält, dann produziert man hier einen Kurzschluss, es fließt Strom, das Multimeter kann davon zerstört werden und natürlich ist das auch gefährlich für das Gerät, wo wir messen oder die Batterie, an der wir messen, denn da verursachen wir ja, wie gesagt, dann einen Kurzschluss. Bei hochwertigeren Multimetern ist genau das nicht der Fall. Das seht ihr hier. Hier gibt es insgesamt 4 Anschlüsse und hier sind 2 Anschlüsse rein für das Messen des Stromes in Ampere vorhanden und die Spannungsprüfung sowie die anderen Prüfungen, die sind hier auf einem gesonderten Anschluss. Das hat den Vorteil, dass selbst wenn ich fälschlicherweise zum Beispiel auf Ampere stelle, die Kontakte hier aber noch in Volt stecken habe, dass es dann hier nicht zu einem Kurzschluss kommt. Das ist hier also ausgeschlossen. Auf der anderen Seite ist es dann auch so, wenn ich hingehe und zum Beispiel hier meine Kontakte falsch eingesteckt habe, also wenn ich hier eine Spannungsprüfung durchführen möchte und aber mein Messstrang hier, mein Messteil noch an der Ampere, am Ampere-Anschluss angeschlossen habe, dann bekomme ich hier so eine Warnmeldung. Das heißt, hier habe ich eine wesentlich höhere Sicherheit, was das Messen angeht. Fehler kann ich zwar machen, aber die haben hier bei einem solch hochwertigen Multimeter nicht direkt solche Folgen wie bei einem solch günstigen Multimeter.
Ein weiterer entscheidender Aspekt im Bereich Sicherheit, Betriebssicherheit des Multimeters, das sind die Sicherungen, die im Multimeter verbaut sind. Ich habe beide Multimeter hier mal für euch aufgeschraubt und ihr seht hier, hier ist nur eine relativ kleine Sicherung drin, während hier bei dem hochwertigen Multimeter gleich zwei Sicherungen drin sind und die sind auch deutlich größer und deutlich stärker, können also deutlich höhere Spannungen auch abhaben. Hier bei dem ist zum Glück schon eine etwas bessere Sicherung enthalten. Es gibt auch Multimeter, ganz billige Multimeter, die haben hier nur eine einfache Glasrohrsicherung und die kann zum Beispiel bei hohen Spannungen dann auch leitend werden. Da entsteht dann ein Lichtbogen innerhalb dieser Sicherung und dann leitet die, obwohl sie eigentlich trennen sollte. Das also, da sollte man auch darauf achten, bis zu welchen Spannungen kann ein Multimeter genutzt werden, bis zu welchen Ampere-Strömen kann ein Multimeter genutzt werden. Das ist sicherlich auch ein ganz entscheidendes Kriterium beim Kauf. Darüber hinaus sollte man auch einen Blick werfen auf die mitgelieferten Kabel zur Durchführung von Messungen. Hier möchte ich euch auch mal ganz kurz zwei Punkte zeigen. Hier bei diesem hochwertigen Multimeter, da seht ihr hier, sind die Kontakte hier geschützt. Man kann also nicht zufällig irgendwo drankommen. Wohingegen bei diesem günstigen Multimeter, das seht ihr hoffentlich, da sieht man innen drin die blanken Kontakte. Ähnlich sieht das aus, wenn man sich die Spitzen einmal anschaut. Hier sind diese sehr, sehr gut geschützt. Man hat also wenig Chancen, dass die Spitzen bei einer Messung überhaupt miteinander in Kontakt kommen können, denn das würde unter Umständen ja einen Kurzschluss bedeuten. Ihr seht, das geht also wirklich ganz, ganz schwierig. Nur bei dem anderen Multimeter, bei dem günstigen, da sehen die Messspitzen so aus. Und ihr seht schon, also da ist es relativ einfach, dass sich die Messspitzen berühren und man so einen Kurzschluss verursacht. Ja, das war mein kurzer Film über Multimeter. Ich habe euch hoffentlich zeigen können, was man damit alles so machen kann und worauf man beim Kauf eines Multimeters achten sollte. Ja, abschließend wird sich der ein oder andere sicherlich die Frage stellen, brauche ich denn ein solches Multimeter hier? Das kostet übrigens etwa 130 Euro, wohingegen das hier ja somit 15 Euro etwa zu Buche schlägt. Muss ich also für ein solches Multimeter unbedingt das Zehnfache ausgeben? Reicht nicht auch ein solch einfaches Multimeter? Hier muss man sagen, ihr seht ja auch bei mir, ich habe zwei Multimeter. Dieses Einfache hier, das habe ich im Grunde genommen als Multimeter für die Krabbelkiste. Das schmeiße ich mir in den Werkzeugkasten rein oder hier liegt es bei mir in der Werkzeugschublade rum. Das hole ich mal schnell raus, um mal ganz schnell was zu kontrollieren und zu messen, wo es nicht auf Genauigkeit ankommt und wo ich genau weiß, auf was ich achten muss bei der Bedienung, damit auch die Sicherheit hier gewährt ist. Da ist das sicherlich völlig in Ordnung. Für den Einstieg besser als nichts, das muss man sagen. Allerdings, wer wirklich ernsthaft etwas im Bereich Elektrotechnik machen möchte, der kommt nicht um ein wirklich gutes, professionelles Multimeter herum. Warum? Das habe ich euch, glaube ich, heute so ein bisschen zeigen können. Ja, ich setze euch unten in die Beschreibung des Films Links rein zu den einzelnen Multimetern. Ich mache euch mal ja drei Empfehlungen rein für Multimeter, die man so kaufen kann im Einsteiger- und fortgeschrittenen Bereich. Professionelle Multimeter übrigens, die gehen schnell in Bereiche rein, 400, 500, 600 Euro. Die braucht man aber nur dann, wenn man wirklich das Ganze auch beruflich nutzt. Das war es mal wieder von mir. Ich hoffe, mein Film hat euch gefallen. Falls ja, dann freue ich mich über einen netten Kommentar hier unten, eine positive Bewertung. Empfehlt mich weiter und abonniert mich.